Willkommen zurück bei HomeTake. Das ist ein NAS-System und dieses fehlt mir hier noch zu meinem großen IT-Glück. Und warum jeder eigentlich ein NAS-System haben sollte, klären wir in diesem und dem nächsten Video. Los geht's! Wir fangen mal ganz vorne an. Was ist eigentlich ein NAS-System? Ein NAS-System ist eigentlich erstmal ein Massenspeicher, der idealerweise auch eine gewisse Datensicherheit besitzt. Ein NAS-System ist im Endeffekt die Erweiterung hiervon. Das ist eine ganz normale externe Festplatte. Viele von euch werden sie kennen. Entweder als großes Datengrab oder als Backup-Medium, whatever. Irgendwas, worauf man seine Daten nochmal sichert oder zusätzlich sichert. Nachteil ist von so einer externen Festplatte, zum einen liegt die irgendwo im Schrank, man holt sie immer nur raus, wenn man sie braucht. Zum anderen, die Datensicherheit ist hier drauf auch nur ein Stück weit gegeben. Wenn ihr es gleichzeitig auf eurem Notebook oder PC habt, dann habt ihr die Daten schon mal immerhin gedoppelt. Aber Fakt ist, wenn so eine einzelne Platte abraucht, dann sind die Daten weg. So, brauchen wir nicht mehr, stellen wir zur Seite. Jetzt kommt das NAS-System zum Einsatz. Ein NAS-System hat in der Regel zwei oder mehr Festplatten, 4, 5, 12, 17. Also man kann das doch sehr groß skalieren und auch sehr groß kaufen. Und der Riesenvorteil ist, je nachdem welcher RAID-Modus darauf läuft, habt ihr eine Datensicherheit. RAID-Modus, was das ist, die Unterschiede, gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das heißt, hier habe ich ein NAS-System mit 4 Festplatten und ich werde das so konfigurieren, dass jederzeit eine Festplatte komplett ausfallen kann, komplett geschrottet werden kann und alle meine Daten sind dennoch da. Das heißt, defekte Platte raus, neue Platte rein, dann rödelt das Ganze erstmal ein paar Stunden vor sich hin und ich habe wieder meine Daten so, wie sie waren. Also NAS-System, riesengroßer Vorteil. Und generell, wer gar keine Datensicherung statt heute macht, im Zweifel macht sie damit, aber macht eine Datensicherung. Mittlerweile, das Leben ist komplett digital. Ich merke es bei uns, ich merke es an unseren Kids. Es ist alles digital. Die Steuerunterlagen, die Urlaubsfotos, die Kinderfotos, hier die YouTube-Videos, meine Bilder. Es ist alles in irgendeiner Form digital. Und ja, Datenverlust ist immer echt ein Thema, wenn er eintritt. Vorher machten sich darum immer so nicht so viele Leute Gedanken. Aber wenn er eintritt, ist der Worst Case in der Regel umso größer. Und da entspannt ein vernünftiges Backup-System schon ungemein. Kommen wir jetzt zu dem guten Stück. Wofür habe ich mich entschieden? Ich habe mich für die Firma Synology entschieden. Für den Consumer-Bereich gibt es eigentlich so drei große Marken, die da so im Raum schweben. Das ist einmal Western Digital, das zweite ist QNAP, das dritte ist Synology. Ich habe mich hier für Synology entschieden, weil ich finde die komplette Benutzeroberfläche, die Einrichtung, die Freigaben, die man machen kann und diese Masse an Zusatzprogrammen, womit man so NAS noch füttern kann. E-Mail-Server, Drucker-Server, Media-Center, Bild-Center. Man kann so viel Kram damit heutzutage machen. Und das ist bei Synology ist das wirklich sehr schön gelöst. Schlägt sich auch ein Stück weit im Preis nieder. Wenn man sich so ein NAS-System anguckt, dann schluckt man erstmal und denkt man, oha, ich gebe für ein Festplattengehäuse 200, 300, 800, 1000 Euro aus. Und man denkt sich, so viel ist da gar nicht drin. Das stimmt an der Stelle. Im Endeffekt ist das ein Käfig mit einer Netzwerkkarte, ein bisschen Software drauf, ein Prozessor, ein bisschen RAM und Einschübe für Festplatten. Aber man darf immer nie vergessen, man kauft bei den Herstellern das Softwareangebot. Was man dann am Ende damit machen kann, kauft man mit. Und hier finde ich, ist Synology schon ganz, ganz weit vorne. Ganz konkret zu diesem Gerät, das ist das Synology DS923 Plus und jeder, der sich mal NAS-Systeme von Synology anguckt, wird feststellen, es gibt ganz, ganz viele wirre Bezeichnungen und ja, was bedeutet das eigentlich alles? Das ist eigentlich relativ simpel, wenn man es weiß. DS steht für Disk Station, das heißt eine Diskstation für Hard Drive Disks. Die 923 heißt in dem Fall, die 9 steht, dieses System aus der Baureihe gibt es bis 9 Festplatten. Also in dem Fall gibt es 2, 4, 5 und 9. Und die 23 ist im Endeffekt das Jahr, wann Synology das Ding auf den Markt geschmissen hat. Ja, also wenn ihr jetzt ein System habt, was heißt 1522, dann heißt es, dieses System gibt es bis 15 Festplatten und Synology hat es im Jahr 2022 auf den Markt gebracht. Eigentlich total einfach, lasst euch davon aber nicht großartig verwirren. Genug der Vorworte. Ich würde sagen, wir packen das gute Stück mal aus und gucken mal, was da hier so im Karton mit drin ist. Ich selbst habe das hier alles tatsächlich noch nicht ausgepackt. Das tun wir jetzt hier live zusammen, wie sich das gehört. Hier gibt es den ersten kleinen Karton, der auch irgendwie aufgehen muss, hoffe ich. Hier geht er auf. Hier befindet sich erstmal ein ganz reguläres Stromkabel drin. Das kommt mal weg. Dann haben wir hier den zweiten Karton. Hier gibt es ein
Netzwerkkabel und noch ein Netzwerkkabel. Viele kleine Schrauben. Total sichere kleine Plastikschlüssel. Ich glaube, das ist, um die Plattenschächte dann zu verschließen, damit man die nicht einfach rausnehmen kann. Und ein Netzteil. Schade, hat kein integriertes Netzteil. Also ihr habt hier wieder so einen kleinen süßen Brick, den ihr irgendwo anschließen müsst. Kommt mal hier hin. Und eine Quick-Start-Guide-Anleitung. Okay. Das kann dann auch mal weg. So, dann kommen wir zum eigentlichen Gerät. Also Pappe haben wir schon mal genug da drin. Oh, das ist jetzt leichter als gedacht. Nochmal eingepackt in so einem Vlies, damit das ein bisschen vor Kratzern geschützt wird. Alles gut. So, und hier ist das eigentliche Gerät. Ja. Wunderbar. So, dann schauen wir uns das Gerät auch mal aus der Nähe an. Hier die Vorderseite, ganz prägnant, die 1, 2, 3, 4 Einschubschächte. Hier der Powerknopf, hier haben wir noch eine USB-Schnittstelle und die Status-LED einmal, wenn das Gerät in Betrieb ist, plus die 4 Festplatten, die hier reinkommen. An der Seite gibt es nichts, außer das Firmenlogo Synology. Das ist auch so ein bisschen rausgestanzt, da sind so kleine so Kühlrippen drunter zu sehen. Das gleiche haben wir im Endeffekt auch auf der anderen Seite. Und auf der Rückseite sehen wir hier zwei große 80 mm Lüfter. Wir haben 2 Gigabit Netzwerkschnittstellen. Wir haben die Stromversorgung. Hier ist noch für den eSATA-Anschluss, falls man doch noch eine externe Platte anschließen will, und ein weiterer USB-Anschluss. Hier ist auch noch für den Kensington-Lock, wer es anschließen will, irgendwie mit dem Drahtkabel auch noch. Und dieser kleine Einschub hier, den man runterschrauben könnte, der ist dafür da, wenn man das System upgraden möchte auf eine 10 Gigabit Netzwerkverbindung. Die Zusatzkarte liegt aber auch nochmal so bei 150 Euro. So, spannend ist noch auf der Unterseite. Hier haben wir nämlich noch 2 Klappen, welche man für SSDs nehmen kann, welche man, wenn man Original Synology SSD nimmt, tatsächlich als Volume einbinden kann. Oder mit Fremdherstellern kann man diese SSDs als Cache nutzen. Und auch das werden wir hier dann einbauen. In so ein leeres NAS-Gehäuse muss natürlich auch noch was rein. Und wir fangen mal an mit den Massenspeicherfestplatten, die ich mir hierfür ausgesucht habe. Und zwar von Seagate die Ironwolf 12 Terabyte mit 7200 Umdrehungen. Wer es leiser mag, ein bisschen, dafür minimal schlechtere Zugriffszeiten haben möchte, nimmt 5400 Umdrehungen. Aber lautstärketechnisch stört mich das hier nicht. Das Ding steht da hinten irgendwo in der Ecke. Das passt soweit. Und das Schöne an so einem NAS-System ist, es kann mitwachsen. Ja? Also wenn man jetzt hier so ein 4-Bay NAS holt, dann könnte man zum Beispiel mit 2 Festplatten anfangen. Oder man nimmt gleich eine etwas größere Ausbaustufe und nimmt direkt 4 Festplatten und macht das Ding voll. Und dann hier haben wir also in Summe 4x12 Terabyte, das heißt 48 Terabyte, was, glaube ich, dann hoffentlich erstmal eine ganze Weile reichen wird. Man hat natürlich nicht die komplette Speicherkapazität, dadurch, dass das nachher vermutlich als RAID 1 konfiguriert wird, oder auch nicht, ich guck mal, ist eine Platte im Endeffekt die Backup, die Fallout-Platte, das heißt, 3 Platten kann ich so nutzen und habe so 36 Terabyte an Speicherplatz. Aber auch das sollte hoffentlich sehr, sehr lange reichen. Neben dem eigentlichen Massenspeicher baue ich mir noch 2 SSDs für den Cache ein. Ich habe es euch ja gezeigt, die kommen hier unten rein, klappen auf, SSDs rein und passt. Wozu ist so ein Cache eigentlich gut? Der muss nicht immer gut sein, aber er ist in vielen Dingen gut. Dieser Cache sorgt einfach dafür auf SSDs, die Zugriffszeiten sind halt bedeutend schneller und im Zweifel sind auch die Schreibraten bedeutend schneller. Wenn ich jetzt eine SSD zusätzlich einbaue, dann habe ich hier einen lesenden Cache von 2 Terabyte. Das heißt, das NAS-System kann schon mal jede Menge Daten vorschaufeln, auf gut Deutsch, auf den Cache. Wenn es merkt, oho, viele User sind zum Beispiel in einer Bilddatenbank mit 40.000 Bildern und die Zugriffszeiten von normalen Festplatten sind ja schon relativ lang. Die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren, die arbeiten nur mit SSDs, die kennen das gar nicht mehr. Aber ihr habt natürlich Zugriffszeiten. Über eine SSD geht das bedeutend flotter. Ich habe mich hier von Western Digital und zwar aus der RED-Serie die SN700 mit jeweils 2 Terabyte und natürlich nicht eine, sondern 2. 2 Terabyte ist für das Vorhaben pro SSD schon fast ein bisschen viel, aber die kleinen Varianten, die waren nicht vorrätig und ich wollte das System jetzt aber gleich voll ausbauen, von daher 2x2 Terabyte.
Die RED-Serie von Western Digital hat auch eine NAS-Freigabe für den 24/7-Betrieb. Wie wichtig das ist, jetzt speziell bei einer SSD in so einem NAS-System, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, eine normale Samsung 980 oder so funktioniert hier an der Stelle auch. Aber so haben wir es an der Stelle. Wenn ihr eine SSD verbaut, dann könnt ihr über das Synology, über die Software, einen lesenden Cache im Endeffekt einrichten. Das heißt, wenn ihr, keine Ahnung, eine Bilddatenbank ist halt ein gutes Beispiel, weil es viele kleine Dateien sind. Ihr habt 10.000 Bilder, einen Ordner, scrollt euch da durch. Und das NAS, das merkt das dann und lagert diese Bilder schon mal alle auf den Cache aus, somit dass die Zugriffszeiten sehr, sehr schnell werden. Wenn ihr eine zweite SSD verbaut, habt ihr nicht nur einen lesenden, sondern auch einen schreibenden Cache. Das ist natürlich schön oder jetzt hier auch für die ganzen Videos und so weiter in meinem Fall. Ich kann also einen 5 GB File nehmen, ich schiebe das Ding Richtung NAS und dann wird das erstmal primär auf dem Cache geschrieben und das NAS, die Festplatten holen sich das dann aus dem Cache raus, weil auf SSDs kann man ja auch bedeutend schneller schreiben als auch über normale Festplatten. Natürlich ist das jetzt hier in der Version begrenzt auf die 1 Gigabit Netzwerkschnittstelle, weil schneller kriegt er keine Daten hin. Aber spätestens auch, wenn man hier über das 10 Gigabyte Netzwerk geht, habt ihr halt sehr hohe Schreibraten, braucht halt zwei SSDs. Mit einer funktioniert das nicht. Aber hier Cache zweimal Western Digital RED SN700 für den Cache. Damit sind wir aber noch immer nicht am Ende, denn so ein NAS-Gehäuse hat in der Regel auch Arbeitsspeicher verbaut. Das DS923 Plus kommt hier standardmäßig mit 4 GB und das ist mir zu wenig. 4 GB, das reicht ganz locker, wenn ihr irgendwie so eine Fotomediathek haben wollt, wenn ihr ein Backup-System haben wollt, ein Dateigrab etc., sind die 4 GB völlig ausreichend. Ich habe hier aber vor, auch die ein oder andere virtuelle Maschine, einen virtuellen PC drauf laufen zu lassen und dafür sind dann 4 GB wirklich zu gering. Das heißt, ich habe mir zu guter Letzt noch von Corsair mir ein 32 GB RAM-Kit gekauft, 2x16 GB. 32 GB ist auch das, was das NAS hier maximal verträgt und das werden wir da auch noch mit reinbauen. Generell, Synology empfiehlt natürlich für seine NAS-Systeme nur Synology-Produkte. Das heißt, sowohl Festplatten als auch SSDs, als auch RAM. Meine Empfehlung ist ganz klar, kauft das nicht. Es ist völlig überteuert. Ein Beispiel, es gibt von Synology eine SSD, die hat 800 GB, die hat fast den zweieinhalbfachen Preis von der 2 TB Western Digital RED hier. Synology verweist natürlich darauf auf Supportfälle und Kompatibilität etc. pp., aber das funktioniert auch einwandfrei mit Standardsachen, die für NAS-Geräte ausgelegt sind. Arbeitsspeicher ist am Ende des Tages eh egal. Aber es kann halt sein, wenn ihr ein Problem habt, einen Support-Fall eröffnen müsst etc. pp., dass ihr dann einen doofen Synology-Mitarbeiter habt, der sagt, hier, pass auf, hier ist nicht unser Kram drin, weil wir nichts mehr zu tun haben. Kann man natürlich machen, aber klare Fehlempfehlung von mir. Kauft das, wo die Preis-Leistung passt und nicht die Festplatten oder die RAM-Riegel von Synology, weil die haben wirklich Apple-Preise an der Stelle und es ist völlig unnötig. So, jetzt würde ich sagen, haben wir mal alles so ausgepackt, was wir so brauchen und nun würde ich sagen, wir bauen das Ganze auch mal ein. So, der Einbau gestaltet sich tatsächlich sehr, sehr einfach. Ihr habt hier einfach zwei Klappen, die könnt ihr hier einfach aufmachen, einfach aufklicken, keine Schrauben etc. Sehr benutzerfreundlich, finde ich gut. So, und dann habt ihr hier zwei Schächte. Und die SSDs werden hier jetzt eigentlich nur reingeklickt. So. Dann gibt es hier einen kleinen Plastiknippel. Und die SSD wird da drin gehalten und fertig. Das war Nummer 1. Dann schiebt ihr die andere hier rein. Das ist Nummer 2, ebenfalls kleiner Plastiknippel. Und Nummer 2 ist drin. Kurz und schmerzlos. Zeige es nochmal, probieren wir es nochmal hier. Haben wir nochmal ein bisschen Licht drin. Also ihr klickt hier einfach nur in die Steckplätze rein, 45 Grad Winkel und dann war es das eigentlich auch schon. Dann kommt die Klappe drauf und das war der Einbau der SSDs, die für den Cache zuständig sind. Kurz und schmerzlos, einfacher geht es wirklich nicht, das kriegt jeder hin. Als nächstes kümmern wir uns um das Upgrade der RAM-Riegel. Das ist auch sehr einfach gelöst. Ich ziehe die Festplattenschächte hier einfach alle raus. Und der RAM versteckt sich auf der Innenseite. Jetzt muss ich gerade mal sehen, ob man das hier filmtechnisch irgendwie festhalten kann. Ich hole euch hier gleich nochmal mit der anderen Kamera ran. Hier an der Seite versteckt sich der RAM. Und den kann man wie bei einem Notebook einfach rausklicken und den neuen RAM dann reinklicken. Und das machen wir jetzt. Musste gerade feststellen, dass das kameratechnisch und platztechnisch eine minimale Herausforderung ist.
Aber im Endeffekt hier unten sind die RAM-Riegel drin. Die klickt man hier so auseinander. Ich weiß, das ist hier gerade sehr dunkel, selbst für mich. Da braucht man aber fast kleine Hände für. Zack, Riegel Nummer 1 ist draußen. Mehr ist ja hier auch nicht drin. Und die werden jetzt im Endeffekt getauscht durch 2x16 GB Corsair Vengeance. Das war im ersten Moment doch etwas fummeliger, als es aussieht, aber hat verloren. Beide RAM-Riegel sind drin. Damit hat das NAS jetzt 32 GB. Was fehlt jetzt noch? Ganz klar, die eigentlichen Festplatten müssen ja auch noch ins NAS. Die werden da aber nicht einfach so reingeschmissen, sondern die kommen hier in passende Halterahmen. Das ist bei Synology auch sehr, sehr schön gelöst. Auch komplett werkzeuglos. Ihr habt hier zwei Führungsschienen, zwei Halteschienen. Die klippst ihr von so einem Rahmen einfach einmal ab. Guckt, dass ihr die Platten hier richtig rum einbaut und nicht irgendwie verkehrt rum. Also die SATA-Anschlüsse müssen nachher beim Reinschieben auch da unten matchen. Sonst habt ihr jede Menge Elektroschrott. So, Platte kommt hier einfach rein. Die wird hier auch mit zwei Gummipuffern in dieser Schiene gehalten. Dann klipst ihr die Dinger hier einfach wieder drauf. Ihr müsst gucken, dass ihr hier oben diese Gummimuffen, diese kleinen Löchlein trefft. Nummer 1. Nummer 2. Und das Ganze macht man jetzt viermal und dann hat man alle Platten fertig und man kann sie ins NAS schieben. Wenn ihr die Platten dann in den vier Rahmen drin habt, heißt das nur noch einmal genüsslich ins NAS reinschieben. Wichtig ist, damit die Platten da richtig matchen, müssen die entriegelt rein. Das heißt, so reinschieben bis zum Anschlag und dann festdrücken. Und dann schiebt man sie nur noch rein. 1, 2, 3, 4. Fertig. Wir haben es geschafft. Das NAS ist komplett bestückt und wir haben nicht nur normale Festplatten hier reingebaut. Wir haben gleich einen sehr großzügigen SSD-Cache hier mit eingebaut. Und da wir gerade so schön dabei waren, gleich ein RAM-Upgrade gemacht. Und ja, soweit ist das Ding jetzt ready to go. Ich werde das jetzt hier anschließen und im zweiten Teil werden wir uns dann die Ersteinrichtung ansehen und dann werden wir auch mal eine ganz normale kleine Netzwerkfreigabe machen und wie man sich das nachher dann auf dem Windows-System verbindet, darauf zugreift und Dateien ablegt. Und ja, wir sehen uns im zweiten Teil. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.